So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tony Hawk's Pro Skater 3. Da hört die Musik auch schon auf. Bevor es weitergeht, bevor es losgeht, erstmal ein paar Sachen. First of all, ich musste leider, ihr habt es in der vorletzten Folge wahrscheinlich gehört, beziehungsweise nicht gehört, Blitzkrieg Bob von den Ramones ist ein Lied, was es in dem Spiel gibt. Das wurde geclaimed. Und zwar komplett, also weltweit gesperrt. Und ich muss das Lied leider entfernen über die YouTube-Funktion. Da gibt es ja eigentlich diese Funktion, dass man, naja, nur das Musiklied entfernt wird, während meine Stimme zum Beispiel da bleibt. Filtermäßig. Problem ist, diese Funktion funktioniert irgendwie nicht mehr richtig, keine Ahnung. Das heißt, das war quasi komplett gemutet für ungefähr eine Minute, das Video. Leider ein bisschen doof, weil das alles nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich das Lied jetzt rausgenommen. Man kann das hier halt einstellen, die ganzen Lieder, ne? Kann ich sowieso mal, ich kann euch einfach mal zeigen hier, Songliste einfach mal, damit ihr auch einmal die ganzen Lieder hier seht. Welche es denn so tolle hier gibt, ne? Genau, und hier, da. Aus. Hab's ausgestellt. Ja. Genau. Der Rest ging. Wurde ja noch nicht gesperrt, keine Ahnung. Bisher zumindest noch nicht. Und ja, das als erstes und als zweites will ich mal eben. Wo geht denn das? Ah ja. Ja doch, hier. Board wechseln. Einfach mal das Deck wechseln. Wir haben ja ein paar freigestellt auf jeden Fall. Mit eigenem Skater. Aha, aha. Du warst ja gerade so durch die Level. Haben wir ein Deck vergessen zu sammeln? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Ich guck gleich mal nicht, dass ich in irgendeinem Level mal das Deck vergessen habe. Sehen jetzt alle nicht so spannend aus, aber man kann hier auch, genau, von den anderen Skatern dort auswählen. Und ich finde das ja nicht ganz schick. Ich habe mir die alle mal angeguckt. Ja, sind jetzt nicht so spannend auf jeden Fall dabei. Mullen ist natürlich Klassiker. Oh, das tut ein bisschen auf den Ohren weh. Okay, aber komm, wir spielen dann mit dem, was ich jetzt ausgewählt habe. Grip Tape ist okay, ist okay, ist okay. So, warte mal, jetzt müssen wir mal hier überprüfen. Foundry, Deck, ja, ja, nein. Ach, in der Competition gibt es auch Decks zu finden. Ah, okay, das wusste ich nicht. Wir sind auch noch am Flughafen, ne? Dann machen wir das doch mal eben schnell, würde ich sagen. Okay, ich wusste nicht, dass es hier auch Decks zu finden gibt. Na denn? Gucken wir doch mal eben schnell, würde ich sagen. Rio Total, ja. So, ja, ist doch okay, ist doch okay. Ich weiß doch Bescheid. So. Attention. Guck mich um, ob ich hier irgendwas rumschwirren sehe. Leider ist die Spiel so unfassbar hässlich, dass man es halt nicht erkennt. Nein, Spaß. Nicht jetzt hier wieder unnötig Stunts machen, einfach jetzt mal umgucken, mich hier. Ja. Ist bestimmt auf irgendeinem Mast hier wieder drauf, ja, so richtig kacke. Das könnte sehr gut da sein, aber nee. Aua! Ist ein bisschen kacke, dass wir jetzt auch so wenig Zeit haben und uns nicht richtig umgucken können. Toll. Ich sollte am besten, bevor die Zeit endet, direkt neuer Start machen, damit wir hier dieses ganze Screens hier skippen können. Warte mal, ich guck mal hinter mir. Das ist doof. Wo ist das? Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, das Rote da gerade. Wo ist das Deck? Benni! Theoretisch geht es, glaube ich, sogar fast besser, wenn man hier den macht. Okay, nee. Okay. Piep! Mist, ich finde das Deck nicht. Oder ist es hier irgendwie. Oh. Ich würde sagen, vielleicht ist es hier einfach irgendwie Piezomaker oder so. Meistens sind die irgendwie weit oben platziert. Oder hier im Topfstein. It could be everywhere. Warte, ich wollte einen neuen Versuch machen. Da war was. Kann ich hier. Self-Flip.
wie rum ich den gemacht habe. Also ich weiß, wie man den macht, aber eigentlich habe ich den Input nicht gegeben. Zurück zum Park. Letzte Chance. Okay. Da wäre ich schon ausgelacht für, okay. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht so viel Zeit hier verschwenden, dieses Deck zu suchen, um ehrlich zu sein. Ist gar nicht so Bock drauf. Wow, bin ich so hoch genug. Wo ist das denn? Ich könnte nicht versuchen, oben nochmal lang zu grinden, einfach die ganze Spur. Ich kann mir irgendwie auch echt vorstellen, dass es hier oben irgendwie drauf ist. Warte mal. Machen das einfach nochmal. Was soll's? Autsch. Moment, wie habe ich das nochmal gemacht? Wie kann man da nochmal am besten rauf? So, naja. Ich muss ihn doch auch sehen. Das kann doch nicht angehen. Wie schaffe ich das manchmal, diesen Selfie zu machen? Also, muss halt zweimal nach vorne drücken und dann Viereck. Gibt ja diese Tricks tatsächlich schon. Wir gerade mal ausprobieren. Haben wir den? Nee. 360 Flip. Schön. Wenn ich zu blöd wäre, ihn auszuführen. Hui! Fingerflip. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Das hole ich später. Ich werde das mal irgendwie nachgucken, weil ich finde das Ding gerade nicht. Ausgelacht. Guck mir die Katzen gerade mal an. Wir machen es einfach weiter im Flughafen. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch beenden. Im Rest der Folge. Weil da fehlt mir viel. Boah, Alter. Noch ganz nass. Ja, ich komme gerade aus der Dusche. Ich habe gerade eben erst geduscht, kurz vor der Folge. Deswegen sind meine Haare noch ganz feucht. Okay, das Tape. Ah ja, Setpunkt haben wir auch noch. Suche 10 Länder. Taschendiebe aufhalten mit krasser Mucke. Das könnte auf jeden Fall am anstrengendsten werden. Die, Diebe zu finden. Und irgendwie ist die Musik gerade weg. Ach nee, jetzt kommt sie. Ist wieder Exhibit hier, ne? Ich will gerade mal gucken. Nicht, dass hier irgendwie noch... Buchstabe ist? Nee. Guck mal das S. Okay, da ist noch. Ja, das K habe ich schon übersehen. Toll. Da oben ist das T. Da oben. Achso. Wie komme ich denn da hin? So. Dann ist das E wahrscheinlich unten. Okay. Nein. Ach. Alter, Mädel. Komm klar. Ich raste aus. Warte, machen wir da anders. Oh, okay. Meinetwegen auch so. Okay, Problem ist, muss ich wieder nach oben kommen. Hey, glaube, schaffe ich nicht mehr. Haben wir hier ausgelacht. Das war ein Bug. Dann auch aus der Competition, die Leute. Ach, come on. Ja, würde ich gerne, aber ich muss hier noch fertig skaten gerade. Warum tue ich das? Das K. K wie Kacke. Hier im Gang. Oh, tatsächlich. Oh, yeah! Ja, da bin ich auch glücklich. Noch ein paar Punkte ziehen. 69.000 Punkte. Nice. Okay. Verdeckte Tape, 10 Länder, Taschendiebe. Und natürlich Stat-Punkte. Weiß gar nicht, wie viele jetzt noch fehlen. Gehen wir mal auf Switch so ein bisschen. Nö. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich dann demnächst, das dauert noch ein bisschen, Tony Hawk Underground spiele,
Dann muss ich auf jeden Fall nach jeder Aufgabe speichern, weil das Spiel bei mir leider echt ein bisschen am Durchdrehen ist und sich häufig aufhängt. Mein Gott. Okay. In den Gängen hier sind auf jeden Fall auch häufig die Gegner drin. Warum macht das manchmal Brim? Irgendwie ist der Sound hier ein bisschen abspacken, kann das sein? Der lädt hier irgendwie falsche Sounds oder so, ich weiß nicht genau. Aber ist ja nicht schlimm. Funktioniert ja. Naja, vielleicht das nächste Mal. Oh, ich hab mich jetzt auf die Schnauze gelegt, das verstehe ich nicht. Egal. Oh, warte mal, sind hier zwei? Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Tatsächlich. Cool. Okay, einer war auf jeden Fall da hinten noch. Unten. Also, ne? Nein! Ich wusste es. Da irgendwo oder so war noch einer. Verdammt! Doch, wo andere Seite. Oder unten. Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Pass doch auf! Okay, hab ich ein bisschen zu lang gedrückt. 10 Länder besuchen. 10 Flaggen müssen wir noch kaputt machen. Ja, du bist schwarz, du bist böse. Ja. Das habe ich in Tony Hawk gelernt. Und mal eben den Setpunkt. Oh! Gut gerettet. Wo bin ich hier? Hilfe. So, hier unten war, glaube ich, keiner mehr, leider. Oh, Carplan, schön. Leider nicht! Mist! Wir müssen leider noch einen Versuch starten. Ich kann mal versuchen, ganz schnell noch das versteckte Tape da oben zu holen. Wenn ich das noch schaffe, wäre natürlich geil. Boah, sieht gut aus. Sehr schön. Wo ich hier sowieso wie ein Wilder noch lang fahren muss, um die ganzen Fahnen kaputt zu machen. Aber ist okay. So, wo war der letzte Taschendieb? Verfugt. Verfugt. Und ein Statpunkt fehlt auch noch, ne? Vielleicht irgendwie direkt hier am Anfang oder so? Ja, warte mal, hatte ich den? Ja, glaub schon. Oh! Nee, hatte ich nicht, okay. Irgendein von denen fehlte mir, keine Ahnung. Elegant dran vorbeigemanuelt. Aua. Stirbt man hier bei jedem, wenn man da reinläuft? Wie die Frau gerade gelaufen ist, habt ihr das gesehen? Gar keine Armbewegung gehabt. Mann! Ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn hier. So. Wo ist der andere hin? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der andere hin? Da. Wow, ist doch auf! Bastard, ey. Wow, ich habe eigentlich vorhin nach rechts gedrückt. Oh, the S. Das Blaue übrigens, habe ich das erzählt? Ich meine, es gab auch in den letzten Teilen, da sind die Gaps. Gaps sind lustige, ja, besondere Lines, die man fahren muss oder Sachen, die man überspringen muss, was auch immer. Wenn man alles sammelt, kriegt man tolle Sachen frei, aber bevor ich alle gesammelt habe, bin ich wahrscheinlich schon an Altersschwäche gestorben. Deswegen lassen wir das mal, würde ich sagen. Ey, ich habe eigentlich... Ach, bringt doch hier nichts. Ich habe eigentlich Dreieck gedrückt, dass ich quasi einen Stockwerk tiefer grinden konnte, aber wollte er nicht. Muss mich verarschen. Es kann nie verkehrt sein, ein bisschen Special zu sammeln. Warum? So. Wir natürlich gucken, kommen wir da am besten hin. Also erstmal. Mann! Hab ich einen erwischt? Ich hätte den Buchstaben jetzt gehabt, toll. Diese Mucke, ey. Ich muss eigentlich nur... Genau. Oh, ich muss noch einen Stockwerk tiefer, scheinbar.
Das ist jetzt ungünstig. Aber da kann ich ja eigentlich ganz easy. Oh, raste aus. Oh Gott, die Balance. Kann nicht mehr lange halten. Oh Gott. Hälfte. Aber gut, dann kann ich ja ganz easy vom Start das machen. Das, dann weiß ich jetzt Bescheid. Also von hier. Wenn ich jetzt einmal auf die andere Rail darauf springe. Ah! Ach komm. Machen wir nochmal. Scheiße. Ah, schaffen wir nämlich nicht mehr. Ich raste aus. Oh. Ich soll einfach damit aufhören, aber es macht so Spaß. War nicht gefastplanted oder geboneless. In meinem Universum ist das boneless und nicht fastplants. Ist eh der gleiche. Okay, gerade läuft gar nicht. Merk schon. Aber egal. So, erstmal mit dir wieder auf die Schnauze legen. Ist okay, muss eh langsamer werden. So. Genau, am besten den hier direkt. Ja. Jetzt so einen schönen, Ländern ist eh ganz komisch. Jetzt so ein Fokus, das wäre doch schön, oder? Aber der kommt erst in Underground 2. Eine so geile Funktion, ne? Einfach mal kurz die Zeit verlangsamen zu können. Oh, 9 und 10. Sehr schön. Mon Dieu, da stand glaube ich auch die ganze Zeit die Länder und so. War leider ein bisschen zu... Also mein Flankenkunde ist halt echt schlecht. So, ich glaube der letzte Statpunkt, ne? Ganz ehrlich, ich glaube. Nee, wow, Alter. Hauptsache ich bin da fast rausgeflogen. Das ist ja witzig. Fällt mir. Ne, lag ich falsch. Bei einem Statpunkt fehlt ja leider auch noch, ne? Ah, warte mal, war vielleicht da hinten? Das kann auch gut sein. Da ist ja auch noch so ein Gang. Nö. Schade. Oder fehlt kein Steppung mehr? Ich lüge die ganze Zeit. Das ist nämlich möglich. Ich lüge manchmal. Leider kann man das von Menü aus nicht sehen, was mich ein bisschen abfuckt. Dem. Alle Ziele erfüllt. Neuer Spezialtrickslot freigespielt. Geil. Ja, sparen wir mal ab. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie von hier... Ich kann halt nicht. Pass mal auf, wir gehen einfach raus. Wir gehen komplett raus. Da kann man ja sehen, ob ein Steppunkt fehlt. Ich bin mir gerade leider nicht sicher. Ich glaube, das war 4 von 5. Aber ich bin mir nicht sicher. Fucking. Oh, das Deck im anderen Level finden. Das macht mich auch noch so ein bisschen wahnsinnig. Wo könnte das sein? So. Gucken wir nochmal. Achso. Ah doch, einer fehlt. Statistikpunkte. Tja, danach kommen nicht mehr viel, Leute. Wobei ja nach Tokio noch ein geheimes Level kommt. Okay. Dann müssen wir doch noch einen Statpunkt finden. Wo könnte diese sich verbergen? Wir könnten nochmal in diesen Helikopterplatz, zum Helikopterplatz gehen. Die man ja über das Kofferband erreicht. Auf jeden Fall logisch aufgebaut, das Ganze hier. Aber warte mal, konnte man nicht so einen Statpunkt von hier aus sehen? Das war der aber nicht, ne? Den habe ich schon, glaube ich. Alle Ziele erfüllt. Ja, man hat hier immer einen gesehen, aber den haben wir schon. Okay. Hätte ja sein können. What you do, man? Ah, Gott. Autsch. Gucken wir hier mal um. Sind ja leider immer sehr assi platziert. Da. Komm ihn da hin. Kann ich hier jumpen?
Nö. Komme ich von hier? Achso, warte mal, ich sollte. Vielleicht über die andere Richtung. Nee. Ach, hier! Nee. Doch, also vielleicht. Dann bin ich ja falsch rum. Ups. Ah, warte mal. Ach so. Okay. Ich habe verstanden. Glaube ich. Ja, nicht wenn so. Da war noch mein Blut. Haben wir gerade gesehen. Schön. Schön, dass Blut hier nicht verschwindet. Meine Spuren auch überall hinterlassen, ja. I make my mark. Ui. Ach, danke. Danke. So, fertig. Passend zu den 20 Minuten. Perfekt. So. Lauf wegwichsen. Perfekt. So, gehen wir mal auf. Was machen wir denn jetzt mal besser? Tempo. So. Nö, mach ich nächstes Mal. Also, ne? Dann geht's nächstes Mal auf jeden Fall weiter. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal hier die Competition machen. Mal gucken, ob ich hier noch Dingens finde. Ob ich hier den Setpunkt einfach so finde. Ich bin gespannt. Ja. Und dann hoffentlich bald finden wir ihn auch hier. Also, ne? Bis zum nächsten Mal.